Herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Thema Gewalt unter Geburt. Wir sind jetzt bei körperlicher Gewalt angekommen. Im ersten Teil seht ihr ein bisschen, wie oft das vorkommt, was auch seelische oder auch verbale Gewalt ist. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann hier im Anschluss nochmal Teil 1 schauen. Als nächstes kommen wir zum Punkt Körperlichkeit oder körperliche Gewalt unter Geburt. Und da stellt sich natürlich vielen die Frage, warum greift man körperlich überhaupt ein bei so einer Geburt? Warum tut man irgendwas mit der Frau? Warum sagt man nicht einfach, hier ist der Kreißsaal und bitte bekommen Sie Ihr Kind und gibt ein paar Anweisungen? Man darf nie vergessen, dass in der Geburtshilfe auch immer eine Verantwortung besteht, ärztlicherseits und auch hebammenseits, für zwei Menschenleben. Also da ist zum einen natürlich die Frau, aber wir haben auch immer ein halbes Auge oder ein ganzes zweites Auge auf das Kind. Wir müssen also auch gucken, dass das Kind unter Geburt keinen Schaden nimmt, und während so eines Geburtsverlaufes hat natürlich nicht nur die Mutter Stress und körperliche Anstrengungen zu leisten, sondern eben auch das Kind. Das darf man eben nie vergessen, dass eine Ärztin oder ein Arzt oder auch die Hebammen unter Geburt einfach Verantwortung für zwei Menschenleben haben, und es kann eine Situation kommen, wo eine Geburt ein bisschen beschleunigt werden muss, wo man sagen muss, okay, wir sehen jetzt am Hand des CTGs oder was auch immer, das Kind hat Stress, wir müssen jetzt langsam dafür sorgen, dass das Kind auf die Welt kommt. Und dann ist so ein Moment erreicht, wo man auch körperlich bei der Frau intervenieren kann und sogar auch muss. Aber nie ohne es eben vorher anzukündigen oder auch aufzuklären, was man da tut. Und das ist genau der Punkt. Ich nehme jetzt ein paar Beispiele raus aus Geburtsberichten, was öfter genannt wurde, was öfter gestört hat, und werde das so medizinisch so ein bisschen erklären, was da gemacht wurde. Ich war nicht in der Situation dabei, ich weiß nicht, wie mit den Frauen umgegangen wurde, aber offensichtlich wurde eben nicht gut kommuniziert, sodass das halt im Kopf jetzt hängen geblieben ist, dass solche Schritte damals gegangen worden sind. Der erste Punkt, der öfter genannt wurde, ist die vaginale Untersuchung, und zwar mehrfache vaginale Untersuchungen, schmerzhafte Untersuchungen und auch während der Wehe. Dass während der Wehe also vaginale Untersuchungen gemacht wurden, das wurde als sehr, sehr schlimm empfunden, und es gibt aber einen medizinischen Hintergrund, warum das gemacht wird. Zum einen ist eine Geburt reine Mechanik. Das Köpfchen muss in einer bestimmten Position durch das Becken der Frau hindurch, und man muss halt gucken, wie das Köpfchen im Becken steht. Wir alle Menschen haben solche Schädelnähte, anhand derer können wir unter Geburt gucken, wie das Köpfchen eingestellt ist, ob es die richtige Position hat oder ob wir nochmal die Lage wechseln müssen von der Frau, damit sich das kindliche Köpfchen gut positioniert. Als sehr störend wurde auch empfunden, das kann man total nachvollziehen, dass mehrere Personen, zum Beispiel Arzt, Ärztin und Hebamme, hintereinander vaginal untersuchen. Wir versuchen tendenziell wirklich so wenig wie möglich vaginale Untersuchungen zu machen. Wenn es jetzt in einer halben Stunde zur Übergabe kommt und die Frau hat zunehmende Wehen, dann sagt man auch mal, gut, wir warten lieber ab, bis der Hebammenwechsel stattgefunden hat, dass nicht der Vordienst nochmal untersucht und der Nachdienst, um sich selbst auch ein Bild zu machen, auch nochmal untersucht. Das heißt, es wird schon versucht, so wenig wie möglich da vaginal zu untersuchen. Es kann aber sein, wenn der Geburtsfortschritt jetzt nicht so verläuft, wie man will, oder eine Hebamme ist sich unsicher oder auch die Ärztin oder der Arzt ist sich unsicher, kommunizieren wir miteinander, sagen, guck du noch mal, schau du noch mal, was hältst du davon, deine Einschätzung. Das ist eigentlich eine schöne Sache, dass das Geburtshilfe so eine Teamarbeit ist. Für die Frau in dem Moment natürlich nicht so schön. Manchmal kann es einfach sein, dass zwei Leute mal schauen müssen, um sich zu vergewissern, ob der Geburtsfortschritt okay ist oder auch wie das Köpfchen eingestellt ist. Das ist einfach der Hintergrund, warum mehrfach auch von verschiedenen Personen mal vaginal untersucht werden kann. Wir versuchen es aber auf jeden Fall zu vermeiden. Dann hat mich noch ein Bericht erreicht, wo es sehr störend empfunden wurde, dass unter der Wehe, also bei der Austragungsperiode unter Geburt, der Finger vom Arzt am Köpfchen des Kindes gelassen wurde. Das war als sehr, sehr störend empfunden, und auch das kann man natürlich nachvollziehen, hat aber auch einen medizinischen Hintergrund. Man muss einfach auch schauen, die Frau zum Beispiel hatte einen PDK, das heißt, sie hatte relativ schmerzfreie Zone untenrum und dadurch aber auch die Wehen nicht so gespürt. Und der Arzt musste einfach gucken, erstens fühlt man das ganz gut vaginal, wann eine Wehe kommt, also dann zieht sich alles so ein bisschen zusammen. Und auch, wenn man dann mitpressen lässt, die Frau, ob da viel ankommt oder ob da wenig ankommt, um da noch so ein bisschen zu intervenieren und zu sagen, da müssen sie noch mal ein bisschen mehr pressen oder mehr nach unten drücken, ob da überhaupt eine Wehe am kindlichen Köpfchen ankommt, ob da Druck ankommt. Das ist der Hintergrund, warum man auch mal unter einer Wehe vaginal untersuchen kann. Nächster Punkt, der ein paar Mal angesprochen wurde, ist, ich musste unter Geburt den Mund halten. Ich durfte nicht schreien, nicht sagen, nicht stöhnen, nicht seufzen. Ich durfte gar nichts. Ich musste meinen Mund halten und pressen. Auch das hat einen medizinischen Hintergrund, aber auch das muss natürlich gut kommuniziert werden. Wenn man einfach nur der Frau sagt, jetzt halten Sie mal den Mund und pressen Sie, ist das nicht sehr förderlich. Man muss schon erklären, warum das so ist. Und auch wir sagen das manchmal den Frauen, dass man da einfach den Mund versucht zu verschließen, den ganzen Druck, den man hat, die ganze Luft drin behält und wirklich dahin führt, wo man es am nötigsten hat, nämlich im Beckenboden.
hat einfach den Hintergrund, ganz kleines, leichtes Beispiel, wenn das Auto liegen geblieben ist und jemand muss das anschieben, dann schreien die beim Schieben auch nicht. Die ganze Energie geht nämlich automatisch über den Mund dann flöten. Das heißt, man muss wirklich den ganzen Druck bündeln und dann drückt man am Auto. Also ich habe noch keinen gesehen, der ein Auto angeschoben hat und dabei geschrien oder gestöhnt hat. Es ist tatsächlich so, dass das ein natürlicher Reflex ist, die Luft drin zu halten. Jetzt kommt bei Geburt dazu, dass das wehtut. Und deswegen ist da der Reflex natürlich, das rauszubrüllen. Wenn dabei ein guter Geburtsfortschritt vonstatten geht, dürft die Frau auch schreien, also überhaupt kein Problem natürlich. Wenn wir aber merken, da verpufft ganz viel Energie, sagen wir den Frauen auch mal, jetzt versuchen sie mal wirklich die Luft drinnen zu lassen, nicht zu schreien, Kinn auf die Brust nehmen und alles nach unten drücken, was sie an Energie gesammelt haben. Ist also nicht irgendwie despektierlich gemeint oder jetzt seien sie nicht so laut, sondern das hat wirklich auch einen physikalischen Hintergrund. Ein Thema, was fast am häufigsten angesprochen wurde und was oft als sehr traumatisierend erlebt wurde, ist der Kristeller-Handgriff oder auch die Kristeller-Hilfe genannt. Was ist das eigentlich? Ein Kristeller-Handgriff ist, wenn man unter der Wehe als Geburtshelfer vom Bauch aus mit Druck ausübt auf den Bauch, dass der Geburtsfortschritt etwas beschleunigt wird. Wenn man das natürlich jetzt der Frau nicht ankündigt und auf einmal mir nichts, dir nichts auf diesem Bauch rumdrückt wie wild, ist das natürlich extrem verstörend für die Frau. Die weiß überhaupt nicht, was passiert, was macht dieser Mensch da auf meinem Bauch. Man muss das eben entsprechend ansprechen und auch kommunizieren mit der Frau. Man muss sagen, okay, wir haben jetzt einfach die Situation, dass das Kind ein bisschen schneller auf die Welt kommen muss. Das CTG ist vielleicht nicht ganz okay. Der Geburtsfortschritt lässt ein bisschen zu wünschen übrig und wir müssen jetzt einfach gucken, dass das Kind relativ zeitnah auf die Welt kommt. Und das dauert nicht länger als 10 Sekunden. Ich sage dann mal, gut, Frau Müller, wir machen das jetzt gleich so. Ich helfe Ihnen ein bisschen von oben, ich gebe ein bisschen Druck auf den Bauch. Sie bleiben aber der Chef, Sie drücken, was das Zeug hält und ich versuche von oben Ihnen zu helfen und zusammen schaffen wir das schon, dass das Kind auf die Welt kommt bald. Das dauert 10 Sekunden und dann weiß die Frau Bescheid, was da passiert und warum es vor allen Dingen passiert. Wenn man jetzt wirklich von Minizi nichts da auf die Frau drauf springt und anfängt loszudrücken, ist das für die Frau ganz, ganz furchtbar. Es gibt da auch verschiedene Techniken. Die einen machen das mit den Fäusten, mit einer Hand, mit dem Ellbogen. Es gibt auch Ärztinnen, die ein bisschen kleiner sind bei uns, die wirklich aufs Bett fast steigen müssen über die Frau und von oben ein bisschen drücken müssen. Da gibt es verschiedene Techniken, hat aber alles den gleichen Hintergrund und ist medizinisch gesehen ein sehr probates Mittel, um den Geburtsfortschritt einfach möglichst zeitnah voranzutreiben. Das ist einfach der Hintergrund vom Kristeller-Handgriff. Wird gar nicht so selten gemacht. Es ist einfach so, dass eine Frau vielleicht irgendwann erschöpft ist, das CTG ist nicht gut oder es muss wirklich nur der letzte Ruck um die Ecke kommen, dass man mal zum Kristeller-Handgriff greift und es muss aber entsprechend angekündigt werden. Selbes gilt übrigens auch für den Dammschnitt. Es gibt die Situation, da ist das CTG nicht optimal oder die Frau ist extrem erschöpft. Der Damm ist super straff, sodass man das Gefühl hat, wenn das Köpfchen da durchrauscht, dann gibt es einen großen Riss. Dass man auch mal einen Dammschnitt machen kann. Wir versuchen das so wenig wie möglich zu machen, aber wenn es nötig ist, muss man es machen. Aber auch hier muss man es einfach vorher ansprechen. Man muss einfach der Frau sagen, die Situation so und so ist jetzt eingetroffen, ich muss einen ganz kleinen Dammschnitt machen. Und wenn die Zeit da ist und die Herztöne okay sind, dann muss man das auch vorher betäuben. Man kann nicht einfach sagen, ich schneide da jetzt rein, ich habe zwar 2-3 Wehen Zeit, weil das CTG ist in Ordnung, es ist einfach nur ein straffer Damm und ich schneide jetzt einfach einen unbetäubten Damm rein. Das macht man wirklich nur in der absoluten Notsituation, wenn wirklich jetzt Zeitverzug ist und wir müssen das Kind kriegen, dann kann man das mal machen. Sonst gehört ein Damm vorher betäubt und der Dammschnitt gehört angekündigt. Alles andere, unangekündigt in diese Frau reinzuschneiden, ist für mich eine körperliche Verletzung und gehört auch nicht in den Kreißsaal. Es dauert 5-6 Sekunden, einen Dammschnitt anzukündigen. Es kommt keine Frau in den Kreißsaal und sagt, bei Geburt hätte ich gerne einen Dammschnitt, super, freue ich mich. Oder wenn man aufklärt und sagt, ich muss jetzt leider einen Dammschnitt machen, habe ich noch keine Frau erlebt, die gesagt hat, juch, hey, supi, ich freue mich total. Das ist nicht toll, das ist aber auch für die Ärzte nicht toll. Auch wir versuchen das zu vermeiden, aber manchmal ist die Situation eben da, wir hatten das gerade mit den 2 Menschenleben, dass man es machen muss. Wenn man das erklärt den Frauen, ist das meistens auch relativ verständlich dann auch im Nachhinein. Kommen wir abschließend noch zu dem Punkt, wie kann man so etwas verhindern? Aus der einen Sicht als Geburtshelfer, wie kann ich verhindern, dass meine Patientin so etwas erleben muss? Und aus der Sicht der Patientin, wie kann man selbst dafür sorgen, dass man gar nicht erst in so eine Situation kommt? Schauen wir zunächst einmal auf den Geburtshelfer. Was können die Geburtshelfer machen, damit die Patientin nicht solche Erfahrungen macht, damit sie nicht solche Berichte schreiben muss und eben mit einem guten Gedanken an die eigene Geburt in die Zukunft blicken kann? Und da haben wir es, glaube ich, in dem Video schon oft angesprochen, das Bindeglied zwischen den medizinischen Maßnahmen, die erforderlich sind,
und dem Patientenwohl ist die Kommunikation. Das ist das absolute Bindeglied. Man muss mit den Frauen reden, man muss respektvoll mit ihnen umgehen, würdevoll. Die befinden sich alle in einer ausgelieferten Situation. Das ist eine sehr intime Situation. Man liegt da nackt vor fremden Menschen. Selbst die stärkste Frau ist unter der Geburt so emotionalisiert und so verletzlich. Da muss man einfach sehr, sehr vorsichtig, sensibel und respektvoll mit den Frauen umgehen und vor allen Dingen mit ihnen sprechen. Ich versuche mich da wirklich jedes Mal in die Situation der Frau hineinzuversetzen. Für uns ist das natürlich Alltag. Wir haben jetzt nicht nur eine Geburt, sondern wir haben noch ein paar Nullen dran. Wir haben mehrere Geburten. Nichtsdestotrotz ist das für diesen Menschen der besondere Moment, an den er sich lange, lange erinnern wird oder immer erinnern wird. Und bei mir ist es so, ich versuche da wirklich sehr, sehr viel zu sprechen, was ich auch als nächstes tue. Neulich war eine Patientin im Vierfüßlerstand, also quasi mit dem Rücken zu mir oder mit dem Popo zu mir. Und ich wollte einfach nur sterile Handschuhe auspacken, das hat geknistert und ich habe nur schon so eine Kopfbewegung von ihr gesehen. Die hat sich schon gefragt, was ich da mache. Und da ist mir wieder klar geworden, ich muss auch einfach die kleinsten Dinge erklären und habe dann auch gesagt, ich packe hier nur ein paar sterile Handschuhe aus, ich mache nichts Schlimmes, weil die weiß natürlich nicht, was da im Rücken von ihr knistert und welche Instrumente ich da jetzt rausholen könnte. Und das hat mir wieder gezeigt, wie verletzlich, wie sensibel Frauen unter einer Geburt sein können und was für Ängste sie auch teilweise ausstehen müssen. Das ist also ein ganz großer Appell an alle Hebammen, Ärzte und Ärztinnen, die in der Geburtshilfe oder auch sonst tätig sind, sprecht mit den Menschen, erklärt die einzelnen Schritte, die ihr vorhabt, erklärt das Prozedere. Frauen mit einem Plan sind weniger ängstlich als Frauen, die völlig planlos da in die Geburt hineinstarten. Und ich denke, dann sind auch die Maßnahmen, die vielleicht erforderlich sind, einigermaßen verständnisvoll für die Frauen und können sie danach auch besser verarbeiten. Was können jetzt die Patientinnen tun, damit sie gar nicht in so eine Situation kommen? Klar, es gibt schwarze Schafe. Die gibt es in jeder Familie, die gibt es aber auch unter Geburtskliniken. Und den ersten Tipp, den ich da gebe, ist, hört euch um und vor allen Dingen Mundpropaganda ist da Gold wert. Die Google-Bewertungen können wir mal beiseite lassen, da ist wirklich nicht Verlass drauf, aber das, was die Freundin oder die Verwandte erzählt, die selbst Erfahrung in so einer Klinik gemacht hat, darauf würde ich viel geben und viel hören. Und wenn die sagen, es war eine Top-Geburt, ich habe mich super betreut gefühlt, die waren alle ganz nett, dann ist das schon mal eine Aussage. Zweiter Tipp, den ich geben kann, ist, macht schon Kreißsaalführungen. Macht sie nicht nur in einer Klinik, in eurer Wunschklinik oder Wunschkrankenhaus, sondern macht sie vielleicht mal, wenn euch das nicht gefallen hat, in zwei, drei anderen. Guckt euch um und vor allen Dingen guckt euch nicht unbedingt diese Räumlichkeiten an. Klar, man muss sich wohlfühlen, aber Kreißsaal ist Kreißsaal. Da gibt es jetzt nicht die ganz großen Unterschiede. Schaut euch lieber mal das Miteinander der Arbeiter an, also der Mitarbeiter da an. Sind die freundlich? Sind die zugewandt? Ist das eine kalte Stimmung? Ist das eine verärgerte, angespannte Stimmung? Also man kriegt da ja ganz gut ein Gefühl für, wie die Grundstimmung in so einem Krankenhaus oder in so einem Kreißsaal auch ist. Und da sind die Kreißsaalführungen einfach Gold wert. Und den dritten Tipp, der bezieht sich auch auf solche Kreißsaalführungen oder Geburtsvorbereitungskurse mit den Hebammen, die in dem jeweiligen Kreißsaal arbeiten. Fragt einfach mal nach, wie sieht es denn mit der Geburtsposition aus? Ist die vorgeschrieben? Kann ich mir da selber was aussuchen? Haben die eine Badewanne? Ist eine Wassergeburt erwünscht oder kann ich sowas machen? Da kriegt man ja auch ein ganz gutes Gefühl für, ob die Menschen da offen für sind oder ob die sagen, was, Wassergeburt? Nee, das, sowas machen wir nicht. Die Leute entbinden hier im Bett, wie es sich gehört. Dann weiß man schon, okay, da muss man vielleicht nicht unbedingt hin, wenn das nicht die präferierte Geburtsposition ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist ein schwieriges Thema, ein wichtiges Thema, ein Tabuthema. Wie ihr wisst, spreche ich die gerne an und das habe ich hiermit auch wieder getan. Wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt und die irgendwie verarbeiten wollt, dann sprecht mit anderen Menschen drüber. Ich habe gemerkt, als ich diesen Aufruf gestartet habe, da kam extrem viel und die Menschen sind miteinander aufeinander eingegangen. Es war ganz schön zu sehen, wie sie sich gegenseitig geholfen haben und dafür ist ja dieses Social Media auch ein bisschen da. Also tauscht euch aus, wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt und hört euch gut um, damit ihr nicht erst solche Erfahrungen machen müsst. Ich wünsche euch eine sehr, sehr schöne Geburt, auf die ihr noch lange und mit Stolz und guten Erinnerungen zurückblicken könnt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.